Eine neue Ära bricht an. Von Omram Michael Ivanov, geschrieben 1946. Was hier beschrieben wird, erleben wir im Zuge der ganzen Restriktionen und Provokationen, die gesellschaftlich und in der Welt ablaufen. Vor 80 Jahren schon angekündigt, was derzeit sich immer mehr durchbringt, aufbricht und sichtbar wird. Eine neue Ära bricht an. Wir kennen uns selbst nicht. Wir spüren nicht, was wir in uns tragen, was Gott in unserem menschlichen Kopf, Herz und Seele vorbereitet hat. Wir wissen nicht, wozu der Mensch fähig ist. Sie wissen es nicht, aber ich weiß es. Sie werden denken, was für ein Stolz. Dann wird es sie erfreuen, dass ich weiß, dass sie viel fähiger sind, als sie scheinen. Ich bestehe darauf und ich werde wieder darauf bestehen und ihnen zeigen, dass ich weiß, wozu sie fähig sind. Ich weiß, dass sie noch schönere, kraftvollere, göttlichere Produktionen machen können. Es gibt eine Philosophie, die die Wesen herabsetzt, sie ablenkt, vernichtet, ihnen zeigt, dass sie nichts tun können, dass sie nichts sind. Je mehr Zeit vergeht, desto mehr merkt man, dass man klein ist. Es ist wahr. In unserer Lehre lernen wir jedoch, dass der Mensch nach herrlichen Gesetzen aufgebaut ist, dass er nimmt und empfängt, dass er rezeptiv und imitierend ist, dass er Liebe empfangen und geben, Weisheit erwerben und weitergeben kann, aus der Quelle der Süße, der Reinheit, des unsterblichen Lebens trinken und sie auch an andere weitergeben kann. Der Mensch, den ich sehe, ist reduziert, geschrumpft, unglücklich, isoliert. Er fühlt sich gefühllos, er hält sich für schwach, er kennt sich selbst nicht. In dieser Lehre der göttlichen Schule lernt man, sich selbst zu erkennen. Man kann es nicht alleine machen. Deshalb wird eine großartige Bruderschaft benötigt, die auf Liebe, Weisheit und Wahrheit basiert. Dort lernt man sich selbst kennen und man wird erkennen, dass man ein Sohn Gottes ist. Mann und Frau sind Söhne und Töchter Gottes. Kinder Gottes können außergewöhnliche Dinge tun. Wir brauchen eine Lehre, die uns erkennen lässt, was wir zu tun imstande sind. Seht, was passiert. Keiner von euch hat sich getraut zu singen. Keiner wollte den Mund aufmachen. Ihr seid doch vornehm und kultiviert, nicht wahr? Und keiner wollte sich auf den Boden setzen. Ihr seid doch hoch oben in guter Gesellschaft, nicht wahr? Jetzt sitzen sie stundenlang wie Yogis und sie haben nicht einmal einen wunden Punkt. Und ihr singt alle. Wir werden sehen, dass in der Bruderschaft Musiker, Dichter, Maler, Bildhauer, Psychologen, Astrologen und so weiter kommen werden. Ich glaube an die Kraft des Wassers. Wo sie fließt, ist alles. Wo sie fehlt, ist nichts. Wasser ist Liebe. Neues Leben muss durch uns fließen. Wenn das Wasser durch alle Zellen fließt, wird es sie bewässern und aus ihnen werden Gaben, Talente, außergewöhnliche Qualitäten hervorgehen. Es braucht Liebe, also Brüderlichkeit. Je mehr wir uns trennen, desto mehr weichen wir ab.
Wir wollen in ein Loch von Maulwürfen, um allein zu sein, um Spaß zu haben, um zu schlafen. Man stellt sich vor, dass man alleine Spaß hat und sich besser entwickelt. Nein. Wissen Sie, was dann passiert? Es ist der Intellekt, der Gedanke, aber nicht dein Herz, noch die Tugenden. Das Herz, die Geduld, die Sanftheit, die Intelligenz, die Liebe werden nur in einer Bruderschaft entwickelt. Dort ist man gezwungen, sanft, freundlich zu sein, andere nicht zu beleidigen oder zu zertreten. Man arbeitet an den Tugenden. Wenn man alleine lebt, gibt es keine Bedingungen, um die Tugenden der Seele zu entwickeln, sondern man wird schwierig, verschlossen, gemein. Wer allein bleibt, dem wird immer etwas fehlen. Die Tugenden werden sich nicht entwickeln. Von nun an kommt eine neue Ära, eine neue Ordnung. Diese Ordnung wird nicht die Ordnung des vertrockneten Intellekts, der Philosophen, Gelehrten und Kritiker sein. Es wird eine Ordnung des Herzens sein, der Tugenden, der Güte, der Brüderlichkeit. Um diese Ordnung zu entwickeln, muss man wissen, wie man sich anderen gegenüber verhält, und man muss es einüben, was in einer Bruderschaft geschieht. Wenn man nicht weiß, wie man das lernt, wird man ein Bär, ein sehr harter Bär. Man weiß nur, wie man die Dinge seziert und böse wird. In naher Zukunft wird die Menschheit ein anderes Ideal haben, das in einem höheren Bereich und von großer Vollkommenheit sein wird. Alles, was in der Literatur, der Wissenschaft, der Philosophie und der Malerei als überlegen galt, all die Männer, die trotz ihrer Schwächen, Missbildungen, Laster und Schlechtigkeit hoch angesehen waren und unter dem Vorwand akzeptiert wurden, dass sie die Blume der Menschheit seien, dass sie etwas einbrächten, all diese Männer werden abgewertet werden. Es kommt eine Ära, in der die Ansprüche anders sein werden als die alten. Die Seele wird von den Gaben des Intellekts nicht vollständig befriedigt werden. Man wird beginnen, tiefer zu suchen. Die Güte, Reinheit und Tugenden der Wesen werden geprüft. Der Intellekt allein ist zu wenig, wenn die Tugenden nicht entwickelt wurden. Die Werte werden sich ändern. Bisher wurde der gute, freundliche und ehrliche Mensch verachtet. Er wurde als dumm und ängstlich bezeichnet. Dieses Urteil hat gute Menschen vertrieben. Es gibt immer weniger ehrliche und gerechte Menschen. Sie wurden getötet. In der Tat gibt es viele, aber sie verstecken sich, sie verbergen ihre Schönheit und ihre Reinheit. Und irgendwann werden auch sie böse. Die kommende Ära wird große Veränderungen bringen. Die gegenwärtigen Koryphäen werden nicht mehr sehr geschätzt werden. Man wird ihnen sagen, ihr seid Genies, aber ihr müsst die andere Seite von euch entwickeln, den Sinn der Brüderlichkeit. Alle Ereignisse haben die Tendenz, den neuen Menschen zu entwickeln. Immer mehr Wesen werden sich transformieren und ihre Meinung überall verbreiten, in der Kunst, der Musik, der Philosophie. Sie werden beginnen zu dominieren. Das bedeutet nicht, dass die Menschen nicht arbeiten oder studieren werden. Nein, so verstehe ich das nicht. Wir werden mehr in Stille und Philosophie arbeiten. Welch eine Stille wird sich einstellen.
Eine kleine Vorstellung davon haben Sie hier am Morgen. Was für eine wunderbare Wissenschaft wird kommen, die wir jetzt noch nicht kennen. Einige beginnen bereits, sich für die neue Zeit zu formieren. Sie versuchen, sich zu sammeln. Sie suchen ein Asyl, in dem sie Schutz vor dem Chaos finden können. Deshalb gibt es jetzt kleine Burschenschaften. Glauben Sie mir, unsere kleine Bruderschaft wird wachsen, denn es manifestieren sich neue himmlische Einflüsse. Diejenigen, die sich mit Astrologie beschäftigen, kennen sie gut. Die Bruderschaft wird unter den Menschen wachsen, sogar trotz der Menschen. Deshalb ist es von nun an notwendig, die alten Auffassungen, die alten Meinungen über Bord zu werfen und die Gedanken derer zu studieren, die wissen, die großen Eingeweihten. Die großen Eingeweihten versuchten immer noch ein Experiment, um uns zu retten. Sie wollen uns alle erreichen. Gejagt, verfolgt, verachtet hatten sie uns im Stich gelassen. Aber ohne sie, die die Stimme Gottes kennen und hören, in welchem Zustand ist die arme Menschheit? Deshalb muss eine kleine Bruderschaft existieren und immer mehr wachsen. Deshalb treffen wir uns jeden Morgen und singen. Wir haben die besten psychologischen, tellurischen und astrologischen Bedingungen, um das menschliche Denken zu wecken. Alle, die hierher kommen, auch wenn sie schläfrig und müde sind, auch wenn es keine Konferenz gibt, gehen mit einem erweiterten Verständnis nach Hause. Sie betrachten die Ereignisse anders und sagen zu sich selbst, wie dumm ich doch war. Früher war ich immer müde und krank. Jetzt fühle ich mich besser. Ich bestehe auf der Tatsache, dass sie nicht wissen, wozu sie fähig sind. Sie können tun, was Gott tut. Sie glauben es nicht, aber sie müssen es glauben. Vieles kann durch eine Gewerkschaft erreicht werden. Sehen Sie, wie Probleme im physischen Körper gelöst werden. Im menschlichen Organismus hat die Natur die Lösung gefunden. Die Zellen sind alle miteinander verbunden. Die der Füße, der Hände, des Magens, der Lunge, der Augen und so weiter wirken in vollkommener Harmonie, in völliger Brüderlichkeit, in gemeinsamer Liebe. Was für ein Werk ist dann vollbracht? Aber wenn sie sich teilen und trennen, bleibt nichts übrig. Wir können eine immense Arbeit in unserer Bruderschaft leisten, wenn wir alle durch brüderliche Bande vereint sind, wenn wir uns alle in dieser Idee vereinen, kraftvolle Wellen der Liebe, des Friedens und der Sanftmut zu schaffen, wird die Welt gezwungen sein, zu verstehen. Diese Wellen werden sich ausbreiten, all unsere Freunde, die wegen diesem und jenem leiden, in einer Zeit, in der es einen nie dagewesenen Überfluss an Kleidung, Lebensmitteln, Maschinen, Transportmitteln gibt. Alle werden erhalten, was ihnen fehlt. Denn was fehlt, ist Licht und die Wärme der Liebe. Dies ist, was die Eingeweihten sagen. Wenn wir mehr Licht und Wärme empfangen und willkommen heißen, werden wir feststellen, dass uns nichts fehlt. Es wird wunderschön sein. Wenn ich sehe, was ihr mit der Musik macht, ihr, die ihr keine Musiker oder Sänger wart, bin ich ganz sicher, dass ihr, wenn ihr mit Ausdauer und Liebe weitermacht, die ganze Welt auf den Kopf stellen werdet. Ich frage mich sogar, wie weit sie gehen werden und ob sie in der Lage sein werden, die Auswirkungen ihres Eifers zu begrenzen. Wenn das Gehirn von Musik und guten Gedanken umgeben ist, wird in seinen Zellen ein ganz anderes,
Arrangement getroffen und es beginnt auf besondere Weise zu schwingen. Dann werden Sie zu einem großartigen Dirigenten von nur konstruktiven und lebendigen Wellen. Die Mehrheit der Menschen hat die Anordnung der Zentren des Gehirns verändert. Und sie sind Leiter all dessen, was negativ und destruktiv ist, dessen, was in der Atmosphäre aus dem Abgrund schwebt. Es ist daher nicht verwunderlich, dass sie krank, unglücklich sind, da sie sich nur für schädliche Wellen geöffnet haben. Zurzeit gibt es nur unsere Schule, in der man lernt, das Gehirn auf die konstruktiven Wellen einzustellen. Nur die göttliche Schule lehrt die göttliche Philosophie.